Besonders an einem warmen Sommerabend gibt es kein schöneres Fleckchen. Das sehen auch andere so. Da ist immer was los. Bist du dir da sicher, Trish? Die Straßen dort sind sehr eng und verwinkelt. Es wird schwer sein, einen Bus da durchzulenken. Aber andererseits bin ich von deinen Fahrkünsten überzeugt. Also ja, versuchen wir es mit Arnold Park. Ja, wer, wenn nicht ich? Was ist das denn bitte schön für eine Frage, ob ich denn durch diese schmalen, engen Ecken als bester Busfahrer der Welt komme? Als bester Busfahrer der Welt! Ja, da könnt ihr euch sowas hier leisten. Ein schönes Anwesen und... Was machen Sie da hier vor meiner Tür? Alles gut, ist in Ordnung. Ja, ansonsten, liebe Freunde der guten Laune, hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen und weiteren Folge von Bus Simulator 21. Wir laufen ein bisschen durch meinen Kiez hier, hier kennt mich jeder und allem Möglichen. Gustav, grüß dich! Ansonsten, die Leute, ja, sie lieben es, wie ich durch die Straßen schwadroniere, entspannt hier entlang laufe, gemütlich mir jetzt vielleicht hier gleich ein Fahrrad nehme und einfach bis zum nächsten Pizzabäcker hier fahre. Das ist eine schöne Gegend. Nee, ist mal ein bisschen Spaß beiseite. Ja, hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag hier zum Bus-Simulator 21 in der neuesten Folge der Herausforderung gewachsen. Verbinde Arnold Park, verbessere Stufe von Arnold Park auf 3, erhalte einen Zahlungstag auf einer Route zwischen Arnold Park und Gold Island und Highlander Park und auf dieser Route sollen wir eine Zufriedenheit von 4 Sternen erreichen. Das werden wir jetzt einfach mal gleich gemeinsam hier alles machen, beziehungsweise wir werden natürlich als allererstes mal hier die Route Arnold Park, Gold Island und Highlander Park verbinden. Dazu gucken wir erst einmal, wo ist denn überhaupt hier Arnold Park? Der war hier oben irgendwo in der Ecke gewesen oder wo war das hier? Arnold Park, hier! Oh, Arnold Park ist natürlich sehr groß. Da werden wir jetzt eine neue Route erstellen. Und von dort aus bis nach Gold Island, wa? Und Highlander Park fahren. Gute Frage, wie wir hier am besten fahren. Hier runter. Ich würde mal sagen, hier lang. Das ist Quatsch. Und dann bis zum Highlander Park. Ach, ein Zahltag, das ist ja einfach. Und darauf denn eine Zufriedenheit von 4 Sternen. Okay, Rasen darf ich also nicht. Und Highlander Park hier oben. Da werden wir jetzt einfach mal hier kurz lang fahren. Und dann bis zum Busdepot. So, das werden wir auf alle Fälle mal nehmen. Hier übernehmen. Und dann werden wir die Route fahren. Für den Zahltag zum einen und für die Zufriedenheit. Perfekt. Was ich doch gerne mit euch machen möchte, ich wollte mal gucken von der letzten Folge, die Route, dass wir hier vielleicht noch Vollzeit einen Bus einstellen könnten. Hoffentlich habe ich hier noch was frei. Ja, einen habe ich noch. Und eine Hoffnung, dass es darauf ein bisschen Geld hier gibt. 1200 Euro. Naja, Kleinvieh macht auch Mist, sage ich immer gerne. Gut, dann würde ich mit euch mal als kleine Überraschung trotz all dem, bevor es nämlich jetzt gleich hier oben bei Arnold Park losgeht, gleich mal einen neuen Bus kaufen und mit denen jetzt hier gleich loslegen. Seid gespannt, welchen ich mir hole. Scheiße. Warte. Ja, außer Betrieb. So, Musik abspielen, bitte. Oh ja. Da kommt er. So. Da ist er nun. Oh, bisschen hängen geblieben. Läuft gut. Schöne Lackierung. Ja, das ist der Bus, den ich mir jetzt geholt habe. Der Citaro E. Vom Mercedes-Benz mit Gelenke-Funktion. Also die lange Version. Ich bin mal gespannt. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Probefahrt gemacht. Ich muss eins sagen. Die Gelenke-Variante lenken tut er sich nicht ganz so akkurat wie die kleine Version vom Citaro E. Aber es geht alles. Und ja, ich würde mal sagen, bevor wir jetzt natürlich diesen riesen Umweg machen, zum Arnold Park springen wir natürlich gleich mal dahin. Route 30 fahren wir jetzt mal. Wir setzen mal gleich Bus. Ach, können wir alles später machen. Natürlich hier unseren. Ach, okay. Wir fahren gleich dorthin. Alles klar. Huiuiuiuiuiui. Der Arnold Park. Oh, die Brücke, die ist natürlich jetzt ein bisschen lustig mit dem Lenkrad. Oh, das ist, scheiße, das ist ja wirklich eng hier. Jetzt ist das krass. Oh, ist ja schön hier.
Also okay, außer das natürlich ist cool gemacht. Wie natürlich hier so ein paar Holzbalken. Ach du Scheiße. Da komme ich auch vorbei. Kann ich vorbei. Schön, dass ihr wartet. Dankeschön. Vorsicht, Millimeterarbeit. Millimeterarbeit. Hoppala. Sehr gut. Okay, Vorsicht, liebe Fahrgäste. Ja, dann muss ich dich hier ausrichten, dass sie hier einsteigen können. So, einsteigen. Perfektes Timing. Wunderbar. So. Wir haben ja jetzt für diese Route folgende Aufgabe. Wir haben nicht zum einen den Zahlungstag, den wir erreichen müssen. Das geht relativ einfach, gerade weil die Route sehr lang ist. Kann ich euch gleich nochmal erklären. Ohne Zufriedenheit von 4 Sternen. Das ist mega wichtig. Das wird auch mega schwer. Die Leute sind ja alle eingestiegen. Warst du schon mal auf dem Berg? Die Aussicht ist toll. Ach, guck mal, das sieht aber nett aus. Ha, schönes Thumbnail. Gut, alles einsteigen. Ihr wollt nicht mitkommen? Nö, ihr lauft hier ein bisschen rum. Okay, dann bin ich mal gespannt. Und hier drauf sollen wir noch den Arnold Park auf Stufe 3 bringen. So, jetzt hier rein. Ai. Oh, das wird eng. Ah, haha. Nicht für mich. Ich bin aber auch ein Idiot, wa? Ja, ich such mal einen schönen Bus für euch raus und nehme natürlich hier auch einen richtig schönen langen. Ich wollte es mir aber auch so ein bisschen beweisen hier. Okay, wunderbar. Kann man gut durch. Und dann einmal hier rein. Ja, das Ganze dann auf Level 3 bringen. Müssen wir mal gucken, wie wir es nachher machen. Weil wir haben diese eine Haltestelle. Sprich, wir müssen eine Route basteln, die noch andere Haltestellen verbindet. Oh. Endlich. So, das Vibrieren im Lenkrad ist endlich vorbei. Und dann geht's jetzt hier weiter. Wir fahren jetzt nach Gold Island. Dankeschön. Ich habe zwar jetzt ein bisschen die Vorfahrt geklaut, ist aber auch vollkommen egal. Wir fahren jetzt nach Gold Island und dann werdet ihr auch mal sehen, was ich meine mit der Zahltag. Der geht relativ fix hier vorbei. Denn je länger wir eine Route zwischen den Einzelheiligen haben, desto ja, schneller leveln wir tatsächlich auf. Ihr werdet es gleich mal sehen. Bin ich der Meinung, war bis jetzt immer so ein bisschen der Fall gewesen. Also Zahltag wird hier kein Problem sein. Wichtig ist hier natürlich nur, irgendwie es zu schaffen, die Zufriedenheit auf 4 zu kriegen. So, hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich bin Gentleman. Na, guck nicht, lauf, Mäuschen. Dankeschön. Bei euch alles da hinten gut? Ah, schön abruptes Bremsen, gibt's gleich mal ein bisschen... Ein Minuspunkt. Ja, ist jemand unterwegs eingeschlafen? So schnell ging das schon. Gerade eingestiegen vor 2-3 Minuten und schon eingeschlafen. Ja, wenn man müde ist, ist man müde, wa? Das ist ganz schlimm bei der Nachtschicht immer. Wenn du von der Nachtschicht kommst, du bist schon hundemüde, weil irgendwann der Körper will seinen Schlaf haben. Der hat immer noch diese Routine drin. Seit Jahrzehnten abends schlafen zu gehen und überbrückst das. Denn will er trotzdem irgendwann schlafen? Hat gerade voll Angst bekommen. Und du steigst in einen Bus oder Straßenbahn ein und es schunkelt so schön. Ja, dann stehst du da mal ganz gerne ein. So, Vorsicht, aufwachen. Zum Glück haben wir jetzt hier keine Zeit, die wir einhalten müssen. In der letzten Folge mussten wir 45 Minuten mindestens erreichen. Das ist aber jetzt hier nicht der Fall. Eieieiei. So, ich biege jetzt hier einfach so ab. Auf gut Glück, dass hier niemand kommt. Aber passt alles. Er lässt sich gut fahren, so ist es nicht, aber man merkt. Man hat natürlich immer noch so ein bisschen im Hinterkopf, und das müsst ihr ja natürlich auch haben beim Gelenkebus. Ihr nehmt hinten ein bisschen was mit, wa? Also ihr könnt die Kurven. Eng geht sowieso nicht mit dem Bus generell. Ihr müsst natürlich immer so ein bisschen mehr Schwung in die Kurven mitnehmen. Aber hier müsst ihr noch ein bisschen mehr Schwung mitnehmen. Weil sonst stoßt er ganz gerne hinten irgendwo an. Ich bin erstaunt, dass ich durch den Arnold Park so gut kam. Gerade bei den engen Kurven. Also die Ecken sind wirklich sehr, sehr eng. Das ist ziemlich krass. Man könnte mal irgendwann einen Vergleich machen, wie ist es mit einem Gelenkebus und mit einem normalen Bus da durchzukommen. Ich glaube, da will man schon auf alle Fälle den Unterschied merken. So, Tempomat habe ich dringe. Wir können aber hier noch ein bisschen schneller fahren. Wir müssen aber jetzt hier raus. Denn jetzt sind wir nämlich schon Gold Island. Was? Ja, okay. Oh, puh.
Huhuhu, das war knapp gewesen. Und wieder Vollgas. Tempomat raus. Oh. Ich sag immer Geschwindigkeitsbegrenzer. Normalerweise heißt es ja, ich sag immer ganz gerne Tempomat, verzeihen, aber es ist gerade voll Frosch im Hals. Und jetzt hier wieder raus. Normalerweise blinkt man immer deswegen. Das haben. Gleich nochmal meckert. Gut. Hier hatte ich, glaube ich, zwei. Nee, hier hatte ich eine Haltestelle reingepackt. Ich fahre nämlich einmal Gold Island an. Ich hoffe, es war richtig gewesen. Aber es gab keine Haltestelle, die nur Gold Island hieß. So, hier ist unser Halt in Gold Island. Hier hat irgendjemand randaliert. Da ist eine Pylone. Und was habe ich euch gesagt? Zahltag haben wir anscheinend schon geschafft, weil... Hat gerade so ein bisschen aufgeblinkt. Da, zack. Weil wir halt länger... oder längere Route von A nach B gefahren sind. Ja, sehr gerne. Oh, das ist ja weit entfernt. Das sieht ja ein bisschen komisch aus. Sollt ihr darauf tippen normalerweise? Machst du es nicht selber? Ich komme da gar nicht ran. Senior, einfache Fahrt ausdrucken. Und hier sind deine 3,20 zurück. So. Halt einen Zahltag, haben wir geschafft. So. Und ja, jetzt noch diese Zufriedenheit da bekommen. So, schnell, bevor ein Taxi los möchte. Ja. Nee, mein Freund. Nee. Nicht so. Und jetzt geht's hoch zum Highlander Park. Da fahren wir zwei Stationen an. Wir biegen jetzt hier rechts ab. Da vorne wieder links. Da haben wir nämlich Gold Island Touristenzentrum. Gold Island Zentrum. Und jetzt hier einmal rum. Okay. Und da vorne links. Genau, dann kommen wir nämlich wieder oben auf die Autobahn, auf die Brücke dort. Und dann geht's rüber zum Highlander Park. Und da haben wir es eigentlich auch schon wieder geschafft. Wichtig ist halt dann nur die Zufriedenheit, dass wir die bekommen. Aber das ist eigentlich auch nicht das allergrößte Problem. Obwohl 4 Sterne schon ziemlich schwer sind. Wir haben jetzt ein paar Negativpunkte bekommen. Aber jetzt auch nicht solche, die jetzt so viele Probleme bereiten. Zum Beispiel Unfälle oder so. Versuchen wir die mal zu überholen hier. Hopp, 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 hopp. Die fahren nämlich allesamt rechts raus. Da passt das ja. Tempomat wieder rein. Und jetzt wird es natürlich, jetzt wird es lustig. Hier wird es nämlich richtig eng. Du, ich fahre zu schnell, hallo? Oh, die meckert aber jetzt ja schon viel, warum es um die Zufriedenheit geht. Oh, hier ist es eng. Guck mal, wie eng das, mal gucken. Obwohl, naja, so eng ist es auch noch wieder nicht, aber man muss trotzdem hier ein bisschen aufpassen. Zurück. Ja, okay, wir bremsen hier ordentlich ab anscheinend. Ja, wie gesagt, ansonsten setzt immer den Geschwindigkeitsbegrenzer ein, dann könnt ihr eigentlich fast so gut wie gar nichts falsch machen, außer ihr fährt bergab, dann müsst ihr mal ein bisschen aufpassen. Da greift denn doch schon die Physik mit sich. Also das Spiel hat schon Physik. Wenn ihr irgendwo runterfahrt, desto schneller fahrt ihr. Ist hier eine rote Ampel? Oh, scheiße. Ist. Ja, ja, scheiße. Mist, das kann, glaube ich, mir jetzt zu viel gekostet haben. Ist auch so der einzige Punkt, den ich Amerika manchmal nicht verstehe. Halt die Ampeln, die ja so weit vorne nach der Kreuzung sind, gerade in den Kurven. Meine Enkel spielen immer Videospiele. Ich wünschte, wir hätten aber so etwas gehabt. Hier lang. Das müssen wir nämlich hier links rein. Und nach ganz außen, da lang. Okay. Und da halten wir nämlich auch einmal, auch schöne Stelle hier. Das sieht bestimmt auch ganz nett aus. Da machen wir auch mal kurz mal von außen einen kleinen Blick setzen. Gut gehalten. Ne, ich sowieso.
Der sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich finde natürlich gut die Seiten es ist eine Ananas oder eine Palme. Eins von beiden. Halt ein bisschen kittig und bunt, aber ansonsten die Farbe so nicht schlecht. Das sind halt diese Aufkleber, die ihr drauf machen könnt. Oder die Volllackierung, da habe ich bis jetzt erst 4 freigeschaltet. Und irgendwie, das war die erste gewesen, die ich gleich zur Verfügung hatte, hat die so ein bisschen rausgestochen. Gut, oh. Na klar, natürlich. Jetzt habe ich so einen Pluspunkt bekommen, weil Zufriedenheit zählt natürlich, wie viele Plus- und wie viele Minuspunkte ihr natürlich bekommt. Und dann fahren wir jetzt zur Endstation. Es ist so viel einfacher, mit dem Bus zu fahren, als auf einem Roller im Straßenverkehr überleben zu wollen. Okay, hier rum. Stehen da welche? Nur da? Aber cool, ihr habt noch gar nicht gemeckert. Die meckern hier auch, wenn du im Bus zu sehr biegst. Dann kann es sein, dass du einen Reparaturschaden erhältst. Sprich, dass du ein bisschen Geld verlierst, sowieso ein Minuspunkt. Aber das geht hier eigentlich... Oh, hoppala. Was war das denn jetzt so? Komm. Achso, der will hier links abbiegen. Leute, fahrt mal jetzt hier. Ich muss aber auch sagen, die KI ist hier sehr, sehr gut und sehr, sehr schlau geworden. Okay. Hat gerade rot bekommen. Alles in Ordnung. Und da vorne haben wir auch schon die Endstation bei unserem Busdepot. Gerade so überlegt. Hoppala. Boah, so habe ich Schlaglöcher alle deaktiviert. Ja, die habe ich. Gut, jetzt Däumchen drücken, dass wir vielleicht eine Zufriedenheit von 4 Sternen bekommen haben. Nein, ich glaube, das ist ein ganz kleiner Zipfel. Oh nee. Scheiße. Seht ihr den? Beim 4. Stern, ich kann mal reinzoomen. Das ist ein ganz kleiner Zipfel, das für die 4 Sterne nicht ausgereicht hat. Gut, da muss ich persönlich nochmal die Route fahren. Ist ja auch halb so schlimm und wir sehen uns dann hier bei der Endstation wieder. Ich werde mal gucken und mal einen kleinen Erfahrungsbericht machen, wie es zum Beispiel ist, mit dem Citaro E der kleinen Variante zu fahren. Ah, guck mal, haben wir auch schon geschafft. Ich bin ja jetzt nur... eigentlich einmal angefahren, aufgrund dessen bei der ersten Route, dass ich da hingefahren bin, dann bin ich davon abgefahren und jetzt das zweite Mal abgefahren und schon Level 3. Okay, das ging natürlich sehr schnell. Dann kann ich euch jetzt auf den letzten paar Metern nämlich mitnehmen in Sachen Zufriedenheit. Ich muss dazu sagen, wenn ihr vielleicht auch bei der Herausforderung seid oder generell, wenn es um Zufriedenheit gibt und ihr habt vielleicht ein bisschen Probleme, denn damit klarzukommen, nehmt euch auf alle Fälle einen Bus, der euch gut liegt. Vielleicht zum Beispiel hier der Citaro E. Der Unterschied, der ist gewaltig. Also, das Fahr- und Lenkniveau, das ist wirklich wie Tag und Nacht. Man kommt natürlich gerade am Anfang beim Arnold Park viel besser um die Kurven. Und, ihr seid natürlich wesentlich schneller unterwegs. Aber es ist krass, dass halt wirklich dieses Verhalten, dass der Bus natürlich wesentlich schwerer ist und länger ist, so ausschlaggebend ist, dass es natürlich alles umso viel schwerer macht. Hier kommt ihr wunderbar klar. Ihr kommt so gut, so eng um die Kurven herum. Ihr könnt den letzten Moment hier noch einlenken. Das ist ja richtig krass. Entweder natürlich so ein bisschen so ein kleines Fehler vom Spiel, was man vielleicht beheben könnte. Weil der Unterschied, der ist gewaltig. Und wir können mal zum Ende der Folge... Oh, Schwenk gehabt. Was war da los gewesen? Zum Ende der Folge einfach mal einen kleinen Vergleich machen, wie das nämlich dann ausschaut, um die Kurven gut herumzukommen. Und da werde ich einfach mal so machen, dass ich mit dem Gelenkebus so jetzt fahren würde, als würde ich hier mit dem Citaro E fahren. Ihr werdet nämlich gleich sehen, was ich meine. Achso, im Übrigen, bis jetzt habe ich erst wieder nur einen Negativpunkt bekommen. Das war wieder mal Blinken auf einer langen Geraden. Das ist dann manchmal, ich denke immer, der Blinker geht jetzt automatisch aus, aber ja, habe ich das Lenkrad noch nicht ganz so eingeschlagen, dann kann es gar nicht automatisch ausgehen. Naja, wie dem auch sei. So, hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier sind ein paar Ampeln. Ampeln habe ich doch bis jetzt so keine überfahren. Ganz knapp eine. Da war ich eigentlich schon über einen gelben Strich. Hier zum Beispiel. Guck mal, da setze ich den Blinker und vergesse halt den wieder auszumachen. Und da gibt es dann manchmal ein bisschen Probleme. Hier muss ich aufpassen auf alle Fälle bei der Kreuzung. Das Grün, genau. Weil die hatte ich vorher nicht gesehen, da bin ich über Rot gefahren. Das kann sein, dass diese eine rote Ampel war, die mir das Genick gebrochen hat. Weil sonst hätte ich hier 4 Sterne bekommen. Jetzt denke ich mal, gehen wir schon auf die 5 Sterne zu. Da war
glaube ich, gerade Highlander Park Church von der letzten Folge noch. Jetzt haben wir hier zum Zentrum. Ja, kann man machen. Nur für dich. Kurz vor der Haltestelle, aber... Ah, dich will ich überall rauslassen. Aber vielleicht muss man einfach mal so dreist sein. Dreist und freundlich zugleich, um halt einfach mit dem Busfahrer, ja, das zu fragen. Bei mir war halt auch ab und zu so gewesen, ich fahre ja ab und zu auch mit dem Bus, gerade wenn ich jetzt auf dem Weg nach Hause bin. Und gerade zum Berufsverkehr in Berlin, das ist dann knüppelvoll, du kommst auf den Straßen auch gar nicht voran mit dem Bus. Da habe ich manchmal überlegt, ob ich nicht einfach, ja, zum Busfahrer rübergehe und frage, ob er mich einfach hier rauslässt. Weil man steht schon vor seiner Haustür, muss aber jetzt noch 200, 300 Meter mitfahren und dann steht man in diesem Stau. Oh, das ist dann auch immer ätzend. Und dann habe ich überlegt, ey komm, fragst du einfach mal. Übrigens, ich glaube, wir haben jetzt gerade eben mit einer Fahrt, ist aber noch eine Zahl Tag davon. Oh. Bin ja hier Mr. Witchy Witch. Du bist, glaube ich, gerade auf dieser Fahrt jetzt hier schon 3 Zahltage bekommen, weil ich beim letzten Zahltag ganz knapp dran war. Da hat nicht mehr viel gefehlt und dann komplett den zweiten Zahltag mitgenommen und jetzt der dritte. Läuft bei mir. Und wieder über 1 Million Euro. Ich habe einen der Nerds bei Denali Research gefragt. Oh, Fahrgäste nicht mitgenommen? Er meinte, er sei Programmierer, nicht beim technischen Support. Ist das nicht dasselbe? Hoppala. Jetzt wurde ich nervös gemacht. Wenn ich diesen Fahrgäste nicht mitnehmen, da habe ich... Gott. Gut, nicht mehr nachdenken. Als Busfahrer darfst du nicht nachdenken. Wer nachdenkt, dass er was falsch gemacht hat, der macht noch mehr falsch. Gerade darüber nachgedacht, ob ich denn, wo ich denn ein paar Fahrgäste vergessen habe. Aber müsste das noch ausreichen? War jetzt nur Fahrgäste nicht mitgenommen und einmal zu lange geblinkt. So, Mäusekind, jetzt fahr mal hier ein bisschen. Ja, wunderbar. Und ja, immer blinken. Puh, gut. Das müsste aber jetzt gepasst haben. Wow. Ja. Du bist mit diesen engen Kurven wirklich gut zurechtgekommen. Meister. Beeindruckt. Du warst großartig. Die Touristen lieben Arnold Park. Weißt du, wer auch gerne mit dem Bus dorthin fahren würde? Einheimische. Tourismus ist eine Sache, aber die Einheimischen wollen auch die Angebote der Stadt wahrnehmen. Und dafür wäre eine Route, die die Wohnviertel mit Arnold Park verbindet, geradezu perfekt. Oh, das wird auf alle Fälle interessant. Wir gucken uns mal ganz kurz hier die nächsten Missionen. Spaß für alle. Verbindender Arnold Park ist ein sehr schönes Gebiet, muss ich sagen. Verbinden den Arnold Park, Highlander Park, St. Anthony und Lakeside View mit mindestens einer ausgeglichenen Route. Kommen wir natürlich dann wieder in der nächsten Folge dazu. Verbinde Arnold Park, Eclipse Bay, Bay Tree und Greenwood mit mindestens einer ausgeglichenen Route. Also müssen wir nur Routen verbinden. Befördere 20 Fahrgäste von nach Pier. Da haben wir schon drüber gesprochen, also vom Arnold Park. Da kann ich euch nochmal genau zeigen, wie das mit den 20 Fahrgästen am besten geht. Verbessere die Stufe von Arnold Park auf 4. Das wird kein Problem sein. Also in der nächsten Folge geht es so ein bisschen mehr darum, wie diese 20 Fahrgästen Thematik, wie wir die am besten hinkriegen, und dann werden wir das gemeinsam auch zusammen stemmen. Und dann würde ich mal sagen, sehen und hören wir uns beim nächsten Mal. Mal bleibt gesund, seid immer glücklich. Achso, und lasst gerne mal einen Kommentar da und einen Daumen hoch, wa? In diesem Sinne, macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss. Das Leben ist so wunderbar, denn ich bin YouTube-Star. Also teilt, liked und schreibt für eine besondere Zeit. Bis bald.